Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Im letzten Video ging es ran gegen Paderborn und wir haben 3:2 verloren und wir haben wieder in der 83. und in der 88. ein Tor erzielt. Aber es hat wieder leider knapp nicht gereicht. Moukoko 2 Tore im Spiel, ich bin so zufrieden, den geholt zu haben. 2 Spiele, 3 Tore, krass. Der nächste Gegner ist Regensburg, Platz 9 der Tabelle. Nichts Krasses, aber immer noch weiter, viel, viel weiter oben wie wir. Und Otto, deren Stürmer, ist auch Platz 1, der Top-Torjäger mit 6 Toren in der Liga. Wir brauchen 3 Punkte. Es könnte schwierig werden, es wird wahrscheinlich schwierig gegen Regensburg. Auch wenn Regensburg jetzt nicht wie der krasse Gegner klingt, das sind wir bei Weitem auch nicht, so wie wir gerade performen. Wir performen gut, aber wir haben so viel Fehler oder so viel ungenutzte Chancen. Und ich habe Bock, das jetzt in dem Spiel besser zu machen. Ich habe Bock, das jetzt in dem Spiel viel, viel besser zu machen, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass wir mal die Chancen nutzen, die wir haben. Geht er rein? Sehr cool. Dass wir wenigstens mal 3 Punkte mitnehmen können. Wir werden absteigen, höchstwahrscheinlich, wenn es so weitergeht. Ist noch nichts safe, wir können auch noch locker auf Platz 10 und so kommen. Aber so, wenn es so weitergeht, eher nicht. Und wenn Moukoko heute wieder 1-2 Tore schießt, dann werde ich ihn auch Stamm spielen lassen für Jonic, weil der nicht so viel gerade leistet. Ah, schade, Owusu, da wäre wieder ein Gang frei gewesen für den Boy. Oh, da ist dieser Otto, da muss man aufpassen. Der hat anscheinend einen guten Schuss, wenn er Top-Torjäger ist. Und der ist natürlich wieder frei vom Tor gleich. Kammerknecht, super Transfer. Nein, die Awusi. Oh, Mendel, sehr gut. Ach du Scheiße. Als ob er den noch bekommen hat. Der bekommt ja teilweise Bälle, da rutscht meiner weg. Sehr neblig hier im Stadion gerade. Sehr, sehr neblig. Ich habe gerade so gewundert, was hier so komisch ist. So. Oh, Fandrich. Auch defensiv, sehr cool. Deswegen gefällt er mir so. Der ist übelst flexibel. So ein richtig geiler Fußballer einfach. Ui. Hertel, wichtig. Kühn. Kühn. Kühn, Kühn, Kühn. Ah, wieder zu. Das ist Owusu. Ich dachte, das wäre Diawusi, weil der auf dem Platz von Owusu stande. Ne, von Diawusi. Oh nein. Und da kriegen wir schon wieder das Gegentor nach 13 Minuten. Eigentlich zugestellt von Verteidigern, aber keine Sau kommt irgendwie an den Ball ran. Keine Sau. Owusu? Schade. War aber jetzt cool mit der Sedan-Rolle. Erstmal schön durch. Oh, wichtig. Den kriegen wir. Wir waren schon dran an den Ball, aber er ist weg. Kammerknecht macht fast nur eine Vorlage. Weil der Ball wieder den Gegner komplett vor die Füße springt. Komplett vor die Füße. Wäre der drin gewesen. Ich weiß nicht, was dann hier los. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich verstehe es nicht. Guck dir mal den scheiß Tor an. Hier fast schon passiert. Die IVs, die kämpfen auch gar nicht um den Ball. Digga, haut er den Kampf. Als ob das kein Foul war. Der ist einfach in den reingelaufen, hat ihn weggehauen. Da war der Ball nicht mal da. So, Kühn, wir brauchen jetzt. Ja, okay. Ach, für sie Einwurf, für die. Weg. War auch kein Foul jetzt. Ah, perfekt. Was ist denn mit dem Schiri los? Owusu, Owusu. Owusu.
1 zu 2. Oh, jetzt können wir es nämlich wieder schaffen. Jetzt haben wir wieder. Oh, das ist wieder so viel. Oh, so viel psychisches Kopfgefick. Ich habe kurz gedacht, der Torwart hatte ihn, dass ich zu lange gebraucht habe, um zu schießen, aber ich wollte wirklich nah rangehen. 22 Minuten sind rum und es sind 3 Tore jetzt gerade gefallen schon. Das Spiel ist wieder einfach von dem anderen Planeten. Das. Owusu? Owusu, durch! Nein! Fandrich! Oh nein! Scheiße, 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 scheiße! Das hätte der Blitzausgleich sein können. Das würde auch noch. Oh, böse wieder weggehauen. Hertel. Scheiße. Aber da auf außen dürfen wir jetzt ja nicht frei machen. Machen wir auch nicht. Ah, die Mitte ist wieder frei jetzt. Oh, er hält ihn. Wichtig, Mendel. Wichtig, wichtig, wichtig. Also spätestens zur zweiten Halbzeit, spätestens da hole ich meinen Kunku rein. Mein Mokoko. Ein Kunku. Owusu, ich muss einen Stiawusi laufen. Nicht Owusu. Owusu soll ich mal ein bisschen. Ha. Jetzt auf Diawusi. Ja, der ist jetzt nämlich schön frei. Diawusi probiert es vielleicht mal direkt. Ah, scheiße, bleibt da hängen und der Ball verspringt. Schade. Den haben wir, komm. Haben wir nicht. Oh, den müssen wir. Boah, wichtig, Mendel. Wichtig. Hätte ich nicht gedacht, dass er den hält. Wichtig aber. Beste. Perfekt. Geilster Name. Halt ihn. Oh, ich habe schon wieder so Schiss bekommen, dass das irgendwas Dummes passiert. Strauß. Solide. Sogar Strauß in seiner Rechtsverteidigerposition. Der zieht jetzt in letzter Zeit auch so oft geile Konter auf. Nazarov. Und Jonicic. Wichtig. 2 zu 2. Gut, dass ich dich auch mal spielen lasse. Stand sehr cool jetzt da. Wichtig, das ist das Unentschieden, Jungs. Was wir so oft jetzt verpasst haben. Aber es ist noch viel Zeit, Jungs. Es ist noch viel Zeit. Der Gegner kann noch zurückkommen. Und wir können noch zurückkommen. Mokoko ist noch nicht drin. Und auch der neue Linksverteidiger ist noch nicht drin. Und der macht vieles aus, habe ich echt gemerkt. Der kann nämlich wirklich was. Ja, sehr gut. Oh, gelb. Da kommt direkt der Krankenwagen. Perfekt. Jonic, wieder am Ball. Eine Vorlage für Nazarov. Und Nazarov verkackt. Scheiße, scheiße, scheiße. Der war jetzt wirklich verkackt. Das meine ich mit den Chancen. Frei im Strafraum stehen, das muss ein Tor werden, so. Weg damit. Sehr gut. Kühn, komm mal. Wie viel Pace hat Kühn jetzt noch? Brauche gar nicht, weil wir spielen lieber ab. Owusu. Diawusi meine ich. Driftpfosten. Verdammt. Dieser Diawusi will einfach keine Tore machen. Der kann Tore vorbereiten. Der kann die Linie hoch und runter rennen wie ein Weltmeister. Aber er macht einfach keine Vorlagen. Ey. Er macht einfach keine Tore rein. Vor uns schon mal, übelst geile Chance, nicht rein. Und das, oh, das wäre jetzt, oh, an der 45. so ein geiles Führungstor gewesen. Aber naja. Erstmal, nee, doch, wir holen ja schon mal Mokoko jetzt schon mal rein. Jonicic hat ein cooles Tor gemacht, kommt trotzdem raus. Hertel darf ich ausruhen, Berroke kommt rein. Den Rest lassen wir erstmal so. Den lassen wir so. Zweite Halbzeit, es heißt alles nach vorne.
auf das 3:2 einfach nur wirklich pressen. Auf das 3:2. Auf die ersten hoffentlich 3 Punkte in dieser Saison. Dass wir aus diesem Loch wirklich rauskommen. Oh, wie hat der. Oh, der hat mich gerade so hops genommen, der Otto. Und Fandrich. Da wäre Otto jetzt durch. Ah, Abseits, schade, wäre sowieso nicht angekommen. Ui, jetzt war Kacke. Auf Außen ist jetzt frei. Ja, das sind so die Hackenpässe. Wenn die nicht ankommen, dann sieht das so behindert aus. Come on. Jawohl. Ah, scheiße. Die grätschen halt sehr gern und auch sehr gut. Ja, Wusi wäre jetzt durch gewesen. Oh, gut gestört. Und es regnet wieder. Wann hatten wir das letzte Mal ein richtig sonniges Spiel? Oh, der Wusi. Hat aber jetzt keinen guten Sprintweg und der kommt doch leider nicht an. Hack. Pack. Oh, Kühn. Wieder defensiv. Gute Arbeit. Oh. Wäre der jetzt reingegangen, dann also hätte ich wirklich den Mädel so eine fette Kündigung auf seinen Scheißplatz hingeknallt. Wirklich, also. Sind Patzer letzter Zeit. Abseits, die King. Der hält coole Sachen. Aber, und ich mag ihn auch. Aber diese Patzer, die sind mir halt wirklich teilweise zu doof. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, jetzt ist der IV raus. Haben wir nur noch einen. Hat Riala den gerade abgefälscht? Oh, noch eine gelbe hier in Regensburg. Nur gegen Regensburg. Ich habe dazugelernt, wir passen die jetzt nicht einfach direkt, sondern... Ah, schade, schade, das wäre so ein cooler Pass. Okay. Wie weit können die denn bitte schön ihre Bälle vorlegen? Der kam ja komplett scheiße. 63. Komm, Mokoko, wir brauchen einfach nur Mokoko-Time, glaube ich. Ah, Abseits sowieso, schade. Andrich ist gut am Ball, aber mit Abnehmen ist nicht so. Okay. Ja, der Mann kann wirklich Unterschiede machen. Scheiße. Oh, Riala. Wichtig ist, den Ball noch hochnehmen. Hat die Situation nochmal gefährlich gemacht, aber auch das Tor gerade verhindert. Safe. Ja, Wusi. Strauß, come on. Ja, Wusi, mach dich. Nein, 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 nein. Doch, wir haben noch die Chance. Uwusu und. Ach, ja, beim dritten Mann, klar, da verliert man irgendwann den Ball. Der ist schon gut durchgekommen. Und sah fast aus, als kommt der komplett so durch, aber. Ist dann auch irgendwann zu übermenschlich. Ich denke, dass man bei 4-5 Mann durchkommt. Ach du Scheiße. Nein. Oh, er hält ihn. War aber Abseits. Ah nein, was mache ich? Wegfaulen, wegfaulen. Kein Foul? Ach du Scheiße. Oh, Männel. Wichtig. Berocke muss jetzt irgendwie hier durchkommen. Und die Awusi muss eine Idee mitbringen.
Oh nein, der geht nicht rein. Ich dachte schon, der ist unterm Netz. Oh nein, er ging nicht rein. Nein. So schade gerade. Komm, den haben wir. Landet natürlich wieder beim Gegner. Komm. Yala, so wichtig geworden in den letzten Spielen. Komm, die Awusi. Owusu meine ich. Mukoko. Oh, der geht knapp. Nein. Scheiße. 6 Minuten noch, Jungs. 6 Minuten noch. Oh, Fan. Oh, nein. Oh, der fällt schon ab, aber scheiße, er rollt trotzdem noch zum Gegner. Den hat Männel, den muss er auch haben, sonst hätte er sich was anhören dürfen. Kammerknecht. Mach keine Scheiße. Ich sehe jetzt keine Anspielstation gerade. Und da ist auch keine und da ist wieder so ein Scheiß-Konter, den man sich einfach mal sparen kann. Ja, und den macht er natürlich rein dort und den hält Männel, nee, und das auch noch in der 92. Ach komm, leck mich doch. Und jetzt haben wir wieder verloren. 3-2, Jungs. Ciao, wirklich. Das ist doch, Alter. Das ging aber schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen? Dann sag ich schnell Tippetippetapp. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Gülle, Gülle, das wie Danja. Adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao. Bye, bye und adieu. Oh.